Schauen wir mal, wie es weitergeht. Stefan, was ist los? Wo ist Sam Adams? Wen kümmert's? Ich wurde beraubt. Ich brachte meine Wertsachen hierher und dann kommt jemand und beklaut mich. Wo willst du denn hin? Wir wiederholen, was rechtmäßig meins ist. Wenn du weißt, wo die Diebe sind. Vielleicht sollten wir lieber die Pistole. Was haben wir noch? Geld. Fallenköder. Sprengfallen sollten wir lieber lassen. Ach komm, wir nehmen den Wurfpfeil. Der ist in Ordnung. Oh, Rückgardi! Ein paar jämmerliche Rotröcke warten auf eine Abreibung. Hier schlage ich auch noch das Gesicht rot, Krabü. Besitz hier. Oh, das reicht. Das habt ihr hundertfach ver... Wer packt ihn denn eigentlich? Lass die Rotröcke bluten! Alter, ist das eine aufgeladene Stimmung hier. Ja, wo sind jetzt hier die restlichen Feinde? Weg. Stefan, bitte! Halte ein und höre mich bitte an! Ich habe lange genug zugehört. Die kommen in mein Haus und nehmen meine Sachen. Ich werde mich rächen. Der Verantwortliche wird dafür büßen. Und seine Freunde auch. Ich war zu lange ein friedlicher Mann. Lernt meinen Zorn kennen. So, schnell hier hoch. Er wird wahrscheinlich hier gleich abbiegen, oder? Ja, er wird hier abbiegen. Dann können wir hier ein unauffälliges Attentat ja machen. Vertrieben mich. Ich fand eine neue Heimat. Und auch die wollen sie mir nehmen. Chapeau, jetzt beruhig dich mal erstmal. Anstatt dass wir jetzt gezielt zu den Dieben gehen. Eine Sekunde noch. Aber doch bitte nicht so. Wir haben eine Sekunde für offene Konflikte. Ansonsten haben wir das optionale Ziel auch verkackt. O'Connor hat schon recht. Es muss ja nicht so sein. Also ich kann seine Wut voll und ganz verstehen, also... Ich kann es ihm echt nicht verübeln, dass er super sauer ist, aber... Muss das denn so sein? Okay, wir haben pro Konflikt immer 15 Sekunden. Zerstört? Du blöder Bastard! Soll ich deiner Meinung nach Johnson sagen, sein Tee hätte sich spontan selbst entzündet? Unsinn! Jemand ist dafür verantwortlich und du wirst herausfinden, wer... Und versagst du, weide ich dich aus und finde einen anderen, der es kann. Was nun?
Ein Fenster öffnen. Setzen Sie Ihre Assassinenrekruten im Kampf ein und nutzen Sie Ihre einzigartigen Fähigkeiten. Halten Sie LB gedrückt, um das Assassinenrad zu öffnen. Fähigkeit Attentat. Wer zur Hölle bist du? Alter! Junge! Warum? Du hast kein Recht, die Leute zu berauben. Ob das Parlament zustimmt oder nicht. Britisches Parlament? Ich arbeite für William Johnson. Johnson? Beende seine Qual anständig. Frisches Gemüse und Trockenware für die Speisekammer. Bitte. Alter! Die Leute haben scheinbar ein Ohr für dich. Was ist mit deinem Besitz? Die Leute hören mir nur zu, weil ich die Wahrheit spreche. Deutlich. Und das ist tausendmal mehr wert als der Inhalt meiner Truhe. Sonst die Briten doch behalten. Ach, aber dafür vorher ein paar Rotröcke abschlachten. Ich sagte vorhin, ich gebe dir ein Ale aus, wenn du mir hilfst. Statt des Biers biete ich dir Gefolgschaft. So du willst. Deine Hilfe ist willkommen und ich danke dir. Jetzt muss ich wohl zu Sam Adams. Hat der den da eiskalt mit seinem Fleischerbeil niedergemacht? Punkten. Das ist in Ordnung. Nach Mission mit diesem Symbol Ausschau halten, um Bezirke vom Einfluss der Templer zu befreien. Okay. Aufwiegeln. Mit der Fähigkeit Aufwiegeln kann ein Rekrut ausgeschickt werden, um an der Zielposition einen Tumult zu entfachen. Assassinen-Gilde. Neuer Assassinen-Rekrut angeworben. LB halten, um das Assassinenrad und anschließend das Gildenmenü zu öffnen. Aufwiegeln und Attentat. Okay. William Johnson aktualisiert. William Johnson war Bodenspekulant und Großbritanniens Hauptunterhändler mit den Ureinwohnern des nördlichen Teils der Kolonien, vorrangig mit den Irokesen. Johnson wurde in Irland geboren, zog 1738 in die Kolonien, um sich um den Besitz seines Onkels am Mohawk River zu kümmern. Es dauerte jedoch nicht lang, bis Johnson selbst ins Geschäft einstieg und Land auf der anderen Flussseite erwarb. Dort baute er eine Sägemühle. Ja, das kennen wir alles schon. Was ist denn hier aktualisiert? Zusätzlich zu den Vertragsverhandlungen sollte Johnson während des 7-jährigen und so weiter. Das kennen wir auch. Glaube ich. Und wenn nicht, könnt ihr da ja Pause drücken und das einmal selber lesen. Stéphane Chapeau ist ein Bostoner Milizsoldat und diente als Koch in den Jahren vor Beginn der Revolution. Chapeau wurde in den Teilen der Kolonien geboren, der heute zu Kanada gehört, in der Nähe des heutigen Montreal. Sein Vater war Koch in der französischen Armee und fiel bei der Schlacht auf der Abraham-Ebene. Nach dessen Tod arbeitete Chapeau als Küchenchef in Montreal, zog aber dann 1764 nach Boston. In seinen Briefen aus dieser Zeit spricht er davon, dass er sich dort ein einfacheres Leben erhoffte, doch kam er gerade rechtzeitig zu dem aufkeimenden Unruhen. Und glücklicherweise wollte er eigentlich gar kein ruhiges Leben, die Spannung im vorrevolutionären Boston waren ihm gerade recht. Was schon komisch ist, wer mag schon Spannung, abgesehen von Forschern, die sich mit der Oberflächenspannung als Resultat von intermolekularer Anziehung beschäftigen. Was? Gib mir mal eine Minute, bis ich mit den Lachen fertig bin. Chapeau war auf der Suche nach einem Sinn, einer Sache, für die er kämpfen konnte. Und er fand sie bei den Patrioten. Er unterstützte die Söhne der Freiheit und nahm 1765 an ihrem Protest gegen das Stempelgesetz teil. Er war dabei, als die Menge das Haus von Governor Hutchinson stürmte und hat sie bestimmt noch angestachelt. Er war auch in der Menschenmenge, die das Massaker von Boston mit ansah und vielleicht auch ein bisschen mit auslöste. Chapeau beschränkte sich nicht auf das Protestieren. Ich habe hier einige Belege für Geldstrafen, die er in den 1760er und 1770ern wegen öffentlicher Trunkenheit und Pöbeleien zu zahlen hatte. Scheint so, als konnte er sich kaum aus einem Streit raushalten, wenn es eine Gelegenheit gab, und in Boston vor Ausbruch der Revolution gab es jede Menge solcher Gelegenheiten. Eine wunderbare Zeit für wütende Besoffene, die Welt lag ihnen zu Füßen.
Ich weiß noch nicht, immer noch nicht, was ich von Seans Humor halten soll. Was haben wir hier eigentlich? Hier haben wir so einen Eingang. Hier so ein Bürgerwehreingang. Ach, da haben wir noch einen. Aber wir haben noch nirgends irgendeinen Aussichtspunkt. Oder gibt es in Assassin's Creed 3 einfach keine Aussichtspunkte zum Synchronisieren? Obwohl doch, klar, wir haben ja mit Haytham schon welche gehabt. Vielleicht hätten wir mit Haytham wirklich die ganzen Aussichtspunkte einfach mitnehmen müssen, sollen. Wütende Bürger, zornige Bürger findet man überall in der Straße, interagieren sie mit ihnen, um einen Tumult anzuzetteln. Dann macht mal. Ich will mal sehen, was passiert. Lauf! Ja, war es nicht schnell genug? War es leider nicht schnell genug? Aber weißt du was, ich lass dich mal gehen. Doch nicht. Warum wir wegen Tee streiten? Weil der eine unfaire Steuer mit sich bringt. Da oben, das sieht aus, als wenn wir da einen perfekten Aussichtspunkt hätten. Ich würde gerne einmal noch mal kurz, bevor wir die nächste Mission machen, einmal noch kurz schauen, ob wir hier in der Gegend noch was finden. Bevor wir das verpassen. Ich habe zwar gesagt, ihr macht die alle offscreen, aber ich würde schon gerne, wenn wir hier vorne sind, schon etwas noch mitnehmen. Die Wachen müssen hier eingreifen. Die Wachen müssen wegsehen. Da oben. Da oben haben wir eine Almanach-Seite. Haben wir gerade noch gekriegt. Nummer 2 von 4 von Band 1, 1737. Hatten wir die nicht schon? Da haben wir die nächste. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, welche wir schon hatten, welche noch nicht. Da lief gerade noch etwas Geld rum. Wie hast du mich genannt? Kommen wir da hoch? Von hier aus rüberspringen? Ja. Dann den Schornstein hoch. Flieg doch nicht weg. Huh. Gerade noch gekriegt. Nummer 3 von 4. Ach komm, dann nehmen wir jetzt noch die nächste mit. Nehmen wir die. Ich hoffe, das ist die richtige. Dann haben wir schon mal 4 von 4 Seiten von Band 1. Was geht hier denn ab?
Haben die da gerade einfach einen umgebracht? Das letzte Mal, dass ich so voll war, war. Oh, was für ein Gestank. Südbezirk, Templer. Warum habt ihr das getan? Entschuldigung. Nehmen wir am besten die versteckten Klingen, ne? Und tschüss. Stampf sie zu Brei! Ja! Weiter so! Glorreiche Rache! Was baggerst du mich denn jetzt hier an? Also... Entschuldigung, du bist nicht mein Typ. Ich stehe da nicht so drauf, wenn du mich so anknurrst. Wenn du mir vorher einen Kaffee ausgibst, dann können wir drüber sprechen. Aber so einfach einen fremden Menschen anknurren, hm? Außerdem bist du mir etwas zu bärtig. Also nicht, dass ich was gegen Bärte habe. Aber das piekst doch so. Das war knapp. Komm da runter! Sofort! Ah, das. Okay, das war Band 2. Die nächste Seite. Au! Okay, erstmal weg hier. Erst einmal weg hier. Aua, aua, aua. Der kluge Reisende hat immer die Kontrolle. Ich glaube, hier sind wir erstmal sicher. Haben wir hier noch eine Seite? Da haben wir eine Befreiungsmission. Die nehmen wir auch noch mit. Irgendwie kommen wir mit der Hauptstory schon wieder nicht vorwärts. Haben wir so ein, zwei Missionen, dann erstmal... Befreiungsmission hier und einmal nach da. Geh schon! Los, verpiss dich! Das ist... Ihr habt ein großes Herz. Gern geschehen. Ja, danke, vielen Dank. Seht zu, dass ihr... dass ihr nach Hause kommt. Was, ein von drei Zwangsverpflichteten befreit? Oh, da haben wir einen vor. Da haben wir einen vor. Das könnten wir dann eigentlich auch mal einnehmen. Aber ich würde sagen, das machen wir dann in der nächsten Folge. Bis dahin.